Die Liebe in den Zeiten der Pandemie. Da ist es natürlich gar nicht so einfach mit den Liebesgeschichten und Heiratssachen. Während viele Paare es kaum mehr miteinander aushalten, weil sie 24 Stunden am Tag aufeinander picken müssen, ist es für Singles auch schwierig. Abstand halten, Maskenpflicht, zu Hause bleiben, das alles macht das Kennenlernen anderer Menschen schwer. Kein Wunder also, wenn Internetplattformen zur Partnervermittlung boomen. Helga Lazar und Johannes Rupprecht haben sich streng beruflich zusammengetan und berichten über die Suche nach der Zweisamkeit in der Krise. Fohnsdorf im Steirischen Murtal. Seit kurzem verbringen Melita Dröscher und Gerhard Teufel hier ihre Wochenenden miteinander. Vor 4 Monaten haben sie sich kennengelernt, mitten in der Pandemie. Im Herbst, als die Corona-Maßnahmen wieder strenger geworden sind. Gesucht und gefunden haben sie sich im Internet über eine Online-Partnervermittlungsagentur. Er ist mir dann gleich ins Auge gestochen, habe ihm natürlich gleich mal angeschrieben. Ich habe gleich sofort wieder eine Rückantwort gekriegt. Kurz darauf sind wir schon im telefonischen Kontakt gewesen. Und ein paar Tage später haben wir uns dann mal getroffen mit Masken natürlich. Da war dann auch natürlich diese Situation, natürlich Corona, okay, wie tun wir, Maske runter. Natürlich war das auch klar, dass die Maske mal schnell gefallen ist. Das muss man natürlich in Kauf nehmen, dass eben dann in der Pandemie das ein bisschen anders ist. Es ist natürlich, wenn man jetzt ein Jahr zurückschaut und hätte vor einem Jahr gesagt, das wird so sein, ist ein Kopfschütteln pur. Bei Parship, eine der großen Online-Vermittlungsagenturen, steht die Liebe auch in der Corona-Krise hoch im Kurs. Obwohl sich viele Singles auch mit wirtschaftlichen Engpässen auseinandersetzen müssen, wird zunehmend in die Internetsuche investiert. Mittels psychologischem Testverfahren soll der ideale Partner gefunden werden. Die Erfolgsquote laut Parship liegt bei 38%. Parship-Psychologin Caroline Erb beobachtet gerade jetzt eine besonders starke Sehnsucht nach Zweisamkeit. Wir bewegen uns ja von Lockdown zu Lockdown. Die Singles sehen die Online-Partnersuche de facto als fast einzige Variante, einzige Möglichkeit, derzeit jemanden Passenden zu finden. Und das wird auch sehr, sehr stark genutzt. Das heißt, wir sehen das natürlich auch in den Registrierungen. Wir merken das, also ich sehe das auch in meiner Praxis, was meine Klienten mir erzählen. Und nachdem man ja sozusagen sich kaum treffen kann, also geschweige denn von ausgehen, weggehen, Party, Freundeskreis, wird das sehr gezielt genutzt. Das Online-Dating in Österreich boomt. Vor 10 Jahren haben knapp unter 1 Million Menschen im Internet nach der großen Liebe gesucht. 2019 waren es bereits 1,25 Millionen. Im Pandemiejahr 2020 sogar schon 1,3 bis 1,4 Millionen Personen. Ein Plus von 5 bis 10% zum Vorjahr. Außerdem waren die Nutzer aktiver. Die Zahl der Nachrichten ist 2020 um 25% gestiegen. Auch Frau Christine ist auf der Suche nach einem Herzensmenschen, wie sie uns sagt, aber nicht im Internet. Die bald 60-jährige Pädagogin wird demnächst in Pension gehen und hätte dann wieder Zeit für eine Beziehung. Auf normalem Wege jemanden kennenzulernen, sei derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Deshalb hat sie sich jetzt an eine Agentur gewandt. Vielleicht gerade durch die Situation jetzt auch mit dem Lockdown, wo man doch mehr Zeit hat, ein bisschen zu reflektieren, wo möchte ich hin, wie wird mein Leben in 5 Jahren ausschauen, kam mir so die Idee, ich möchte schon gerne mit jemandem verbringen. Und ja, das Online ist nicht meines, muss ich ehrlich sagen. Wir haben einen Herrn eigentlich für Sie schon im Auge. Frau Christine lässt sich derzeit bei der Partnervermittlung Treichel im 1. Wiener Bezirk beraten bzw. vermitteln. Jetzt wird geschaut, ob ihre Vorstellungen und Wünsche zu einem Kandidaten in der Kartei passen. Die Vermittlungskosten starten bei 1.000 Euro, nach oben hin offen, je nach Aufwand. Warum sollte man heutzutage auf die altmodische Art suchen? Ich würde das Klassische nicht als altmodisch bezeichnen, sondern das ist einfach vielleicht, sagen wir, werteorientiert. Es ist einfach etwas Handfesteres. Es kommt auch darauf an, was der Partnersuchende sucht, ob es eben eine Herzenspartnerschaft ist oder eine andere Verbindung. Also das, ich möchte das andere nicht verurteilen, aber wir bieten das an und unsere Partnersuchenden suchen einfach ernsthaft eine Herzensverbindung.